Der Start in den Winter ist, na klar, für Wintersportler dann die Saison schlechthin. Und für die deutschen Snowboarder geht es gleich richtig zur Sache, denn der Höhepunkt des Winters wird die Weltmeisterschaft sein. Aber die deutsche Mannschaft ist gut aufgestellt, denn sie haben gleich zwei Gesamtweltcupsieger in ihren Reihen und viele Athleten, die in den vergangenen Monaten eben Podestplätze errungen haben. Von daher erwarten sie eine mindestens ebenso gute Saison wie die vergangene. Ein weiterer Pokal, eine weitere Auszeichnung für den Gesamtweltcup-Sieger im Snowboardcross des vergangenen Jahres, für Martin Nöll, Rider of the Year von Snowboard Germany. Martin, Prinzip der Anerkennung für die gesamte vergangene Saison oder für deine ganze Karriere? Ich denke eigentlich schon für die ganze Karriere. Ich meine, es war jetzt ein langer Weg bis dorthin. Es freut mich dann umso mehr. Der Gesamtweltcup-Sieg kam für manche ein bisschen spät. Ich meine, du bist mittlerweile 29, da hätten viele schon gesagt, na, ob der nochmal so richtig den Durchbruch schafft. Hattest du im vergangenen Winter einfach den Lauf, den du immer so dir erhofft hast? Ja, ich glaube, besser später als nie. Sicherheit, letztes Jahr ist super gelaufen. Die Kurse haben mir dementsprechend gelegen und ich hatte dann auch das Glück auf meiner Seite. Und was bedeutet das jetzt? Und das müssen wir jetzt natürlich so machen als Überleitung für den kommenden Winter, der ja auch mit einer WM einen absoluten Höhepunkt hat. Bist du jetzt der Gejagte oder siehst du dich noch in einer Reihe von möglichen Kandidaten für Podest und für Medaillenplätze? Also im Bordercross, glaube ich, ist es nicht so eindeutig, wer da der Gejagte ist. Wir sind mit Sicherheit relativ stark. Wir haben eine relativ große Dichte. Das heißt, da gibt es einfach mehrere, die da gejagt werden. Wie ist der Ablauf? Jetzt gibt mal so ein bisschen Ausblick. Wann geht es bei euch los? Ihr habt ein bisschen Verschiebung. Das hat Witterungsbedingungen. Und wie viele Weltcups stehen fix fest, mit WM natürlich dann, wie gesagt, als dem Highlight? Bei uns hat es jetzt den ersten Weltcup, der wäre jetzt die Woche gewesen, den hat man verschoben auf Anfang Dezember. Davor fahren wir noch einen Europacup im November im Pitztal. Und dann, wie gesagt, geht es ab Dezember los. Ich meine, wir haben 8 Weltcup-Orte plus die WM. Die WM in Georgien, eine Strecke, die ihr schon kennt, wird es komplettes Neuland, wie ja schon häufiger mal passiert ist. Also es gab ja auch in Russland, ich glaube irgendwo weit hinterm Ural ja auch schon mal so ein paar Weltcup-Geschichten, wo alle gesagt haben, außer Eis und Kälte wissen wir gar nichts davon. Ja, wir waren in Bakuriani schon. Der Veranstalter war recht motiviert, war ganz gut. Ich hoffe, dass die Strecke noch ein bisschen schneller gebaut wird. Aber wie es dann letztendlich sein wird, werden wir dann sehen, wenn wir dort sind. Gibt es bei dir eine Planung mit 29? Da ist ja dann langsam so dieses magische 30er Alter erreicht. Und viele sind dann so, dass sagen, na gut, so langsam die Athletenkarriere geht vielleicht zu Ende, vielleicht noch einen olympischen Zyklus. Wie ist es bei dir? Saison für Saison oder Langzeitplanung? Ich plane Saison für Saison, wobei grundsätzlich steht dem nichts im Weg, dass ich jetzt nochmal 4 Jahre fahre, solange es körperlich und mental dann auch so bleibt. Eine Sache, die bei dir immer aufhält, auch mir gerade fast zum Leidwesen, du bist immer ein sehr ruhiger, also auch in sich ruhender Typ, bist kurz, bist prägnant, bist kein so ein Labersack, wie ich zum Beispiel bin, das muss man auch dazu sagen. Ist das das, was dich in deiner Karriere immer so ein bisschen begleitet hat, was dich vielleicht auch geschützt hat davor, aufzugeben, wenn es mal nicht lief und jetzt vielleicht sogar hilft, gerade wo der Erfolg groß ist? Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht mein Job, groß zu labern. Mein Job ist, den Sport zu betreiben, den mache ich gern. Ich weiß jetzt nicht, ob einen das schützt. Ich glaube, das bin halt einfach ich. Ich gehe die Dinge so an und das versuche ich auch in Zukunft so zu machen. Dann sage ich vielen Dank, dass du trotzdem ein paar Worte gefunden hast hier fürs Gespräch und du, viel Glück für die ganze Saison. Danke dir. In Amerika nennt man solche großen Bilder von den Stars Billboards, die dann aushängen so, und immer darauf hinweisen, dass ein neuer Kinofilm kommt oder irgendwas, eine Riesenkampagne läuft. Im Prinzip wäre Ramona Hofmeister am besten geeignet für jede Kampagne für Snowboard Germany, denn sie ist mittlerweile dreifache Gesamtweltcup-Siegerin und geht als die große Favoritin, die Königin des Snowboard Race in den kommenden Winter. Ja, top motiviert auf jeden Fall. Jetzt bin ich gleich ganz sprachlos mit der Ansprache hier.
Ja, also ich bin super fit, ich bin top motiviert und würde natürlich da gerne anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Habe in der Vorbereitung im Sommer auf jeden Fall noch mal eins draufgesetzt im Kraftraum. Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut, was du gesagt hast. Ja, das habe ich mir jetzt auch nicht so einfach nur aus den Fingern gesaugt, sondern das hat ja auch seine Berechtigung, weil du bist seit Jahren die konstanteste und erfolgreichste bei den Raceboarderinnen. Und was aber treibt dich nach wie vor an, wenn du sagst, du hast noch mal eins draufgesetzt? Also es ist ja diese Schinderei im Sommer, die man ja dann erst sieht, die sich auszahlt im Winter. Aber woher kommt denn diese Energie? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, diese Schinderei im Sommer, was du gerade gesagt hast, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also das im Kraftraum und einfach da die Fortschritte mitzukriegen, wie man sich von Woche zu Woche verbessert. Ja, das muss einem schon Spaß machen, weil es funktioniert jetzt auch nicht. Aber wir waren schon als kleine Kinder schon immer draußen und haben uns viel bewegt, haben da an Kinderläufe teilgenommen. Also ich bin schon immer recht aktiv gewesen und deswegen, glaube ich, passt das auch ganz gut. Also in Bayern sagt man, glaube ich, zu solchen Kindern, bist du Wurstelsepp oder so, weil einer, der nicht ruhig halten kann. Jedenfalls sage ich das zu meinen Kindern immer, weil die genauso sind. Was für Erwartungen hast du jetzt für die kommende Saison mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft? Das ist eine Frage, die jeder Athlet natürlich am Anfang eines Winters dann gestellt bekommt. Ja, ich denke so wie die letzten 3 Jahre, außer Olympia. Na, also ich freue mich natürlich auf das Highlight mit der WM in Georgien. Ich hoffe natürlich, dass sie stattfinden kann. Ich denke, das große Ziel ist Gesamtweltcup und die WM zusammen. Und ich denke, das gehört alles zusammen mit erfolgreichen Weltcups. Wenn ich da gleich einen guten Einstieg habe, mal schauen, wo die Konkurrenz so steht. Und ja, das halt alles mitnehmen als gute Vorbereitung für die WM. Und da auch die 3 Chancen nutzen, weil wir 3 Disziplinen haben im Gegensatz zu Olympia, wo wir nur 1 Disziplin mit dabei hatten. Ja, die Chancen werden wir natürlich nutzen und bestenfalls ganz oben stehen. Das Wort Olympia, merke ich mir schon, das kommt dir nicht so leicht über Lippen. Das war einfach ein scheiß Event, auf Deutsch zu sagen, für dich, weil es nicht geklappt hat. Du bist als Favoritin hingefahren und dann hat es mit der wahrscheinlich von dir erwarteten Medaille selber nicht geklappt. Und auch natürlich alle anderen haben gedacht, ja, also es geht nur darum, holst du Gold, Silber oder Bronze. Eine von den 3 ist eh klar. Ich glaube, es hat nicht sein sollen, einfach fürs ganze Team. Na, mal die Saison bis dahin war echt optimal und danach ging es ja auch sehr erfolgreich weiter und ich konnte mich halt da noch belohnen mit dem 3. Mal mit dem Gesamtweltcup. Aber an dem Tag selber, ich denke, es waren einfach ganz viele kleine Sachen, die irgendwie da Unruhe reinbracht haben und da ging es schon los, dass ich mich irgendwie mit dem Schnee nicht so anfreunden konnte. Ich konnte da nicht so befreit das Training nutzen, weil es irgendwie, ja, es war einfach ganz anders. Das Corona kommt auch dazu, aber das hatte jeder das Problem. Und ja, irgendwie soll es halt einfach nicht sein und man muss halt das aufarbeiten und einfach beim nächsten Mal besser machen und ja, den Kopf nicht in den Sand stecken, weil es hilft ja nichts. Also klar war ich danach richtig geknickt und konnte eben am Anfang auch keine Nachrichten beantworten, weil es halt einfach sehr emotional ist. Man arbeitet da viele Jahre für so ein großes Event und wenn man halt auch nur eine Chance hat, nur einen Tag hat und das halt dann so unglücklich läuft und ja, die Konkurrenz ist dieselbe, deswegen weiß ich, was möglich war und deswegen muss man halt einfach wieder aufstehen, wie man so schön sagt. Und einfach aus so einem Misserfolg das Gute dann rausziehen und beim nächsten Mal besser machen. Na gut, die Konkurrentinnen, die werden sicherlich die noch stärkere Ramona Hofmeister zu spüren bekommen. Heute ist ja Saisoneröffnungs-PK und ist auch so eine kleine, ich will fast sagen, Ahnengalerie aufgebaut. Du bist da auch schon mit einigen Bildern dabei. Und noch aus jungen Tagen mit Rapunzel-Kostüm oder irgendwas. Was war das? Wonder Woman, glaube ich, bist du. Ich weiß gar nicht, auf einem Bild warst du mit drauf. Dein Teil, den du beigetragen hast mittlerweile in diesen Jahren, würdest du sagen, das war eine Entwicklung, die war so nicht abzusehen und das liegt einfach nur daran, dass auch das ganze Fördersystem besser geworden ist für euch Athleten? Boah, das ist schwierig zu sagen, ob es absehbar war, aber man muss ja immer, das sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Es geht schon in der Jugend los mit den jeweiligen Trainingsgruppen und wie man sich halt dann auch entwickelt, ob man recht viel Pech hat mit Verletzungen oder wie man da halt auch wieder zurückkommt, was man da für ein medizinisches Netzwerk hat in der Zeit und eben auch die Unterstützung von der Familie, von den Freunden. Ich denke, ob das jetzt absehbar ist oder nicht, ist schwierig zu sagen. Aber scheinbar hat es gut funktioniert, also auch von Verbandsseite her. Das Wachstum bei Snowboard Germany, du hast es eben mit begleitet. Merkst du, es tut sich noch mehr und vor allem, ihr werdet endlich auch richtig als vollwertige alpine Disziplin wahrgenommen, weil jahrelang war es immer so, die Skifahrer, das war so das Nonplusultra und die Snowboarder, ja, die waren dann auch irgendwie da. Hat sich geändert?
Ja, es ist noch sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen, aber es hat sich auf jeden Fall was geändert, ja. Und das ist ja in allen Disziplinen, also im Freestyle-Bereich, im Bordercross-Bereich, das sind ja alles, wir haben es so vorhin gehört, was wir da für Erfolge gehabt haben. Und ja, also da haben wir eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, aber geht noch was, glaube ich. Ramona, danke, dass du mir ein paar Zeit genommen hast. Ich bin schon irgendwie immer weiter runtergekommen, damit ich nicht so komisch da herumschaue. Viel Erfolg für die kommende Saison und wäre schön, wenn Minimum die vierte Gesamtweltcup-Kugel am Ende der Saison rausspringt, plus WM-Medaille und Olympia dann irgendwann kommt dann auch nochmal drauf. Und dann sind wir regelmäßig dabei und machen Interviews. Tut mir leid für dich, ja. So muss sein. Dann nehmen wir uns nicht über. Ja, ich mach mal so. Ciao. Ciao, danke. Vor 20 Jahren, da war Stefan Knirsch, glaube ich, auch schon mit dabei. Es war nicht sein Geburtsjahr, aber er ist lange Zeit schon mit dabei als Sportdirektor, als Leiter, als, ich weiß gar nicht, was du alles für Titel und Funktionen hast, das darfst du gleich selber mal erklären. Was ist aktuell dein genaues Tätigkeitsfeld bei Snowboard Germany, Stefan? Ich glaube, auf meiner Visitenkarte steht Direktor Verbandsmanagement, Finanzen und Marketing. Okay, das passt aber gerade so rauf, auf so eine Visitenkarte. Ein Verband, der jetzt 2 Jahrzehnte hinter sich hat und der den erfolgreichsten Winter hinter sich hatte. 2 Gesamtweltcup-Sieger, Medaillen, Podestplätze in allen 5 olympischen Snowboard-Disziplinen. Von daher habt ihr einfach mal gesagt, okay, wir machen Schluss, komm, jetzt so gut und wir machen einfach nie weiter? Nö, ich glaube, wir haben ganz gut weitergemacht und an einem Event, Olympische Spiele, hat es nicht ganz so hingehauen mit den Medaillen, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber ich glaube, die Ergebnisse ringsrum haben schon gezeigt, dass wir nicht aufgehört haben, sondern weitergemacht haben. Und das ist auch unser Ziel für die Zukunft, weitermachen, Progression und da anknüpfen, wo wir gerade aufgehört haben. Aber welche Bedeutung hat dieser vergangene Winter mit diesen vielen guten Platzierungen, mit diesen sehr vielen guten Ergebnissen? Olympia lassen wir jetzt mal außen vor. Im Prinzip sind es ja auch nur ein Rennen sozusagen. Da kann es mal klappen oder nicht. Für euch als Verband, als noch relativ junger Verband? Ja, ist enorm wichtig, natürlich. Also wir werden natürlich beäugt von allen Seiten schlussendlich und diesen Anspruch auch irgendwo nach außen dann standzuhalten und zu zeigen, ja, wir sind es wirklich, wir können das und wir können das auch reproduzieren. Das ist nicht eine Eintagsfliege, sondern wir können uns auch entwickeln und nach oben bringen. Das ist schon auch beachtlich und das tut immer gut, wenn man jetzt eben hier gerade so die Pinnwand hinter uns, die 20 Jahre auch ein Stück weit Revue passieren lässt und mal anschaut, wo wir eigentlich auch herkommen, was in der Zeit passiert ist, mal kurz innezuhalten und auch ein Stück weit stolz zu sein, aber nicht zufrieden. Zufrieden sind wir nicht, sondern wir wollen weiter und wir glauben, dass da noch einiges mehr drin ist. Welche Möglichkeiten und vor allem welche Unterstützung bekommt ihr? Denn es geht immer um eines, gerade bei allen Verbänden, die olympische Disziplinen haben, die wollen natürlich alle Geld. Die brauchen Geld, die brauchen Förderung. Wie schaut es da jetzt für die kommende Saison aus? Ich meine, es ist auch wieder WM, also es ist ja nicht so, dass es ein im Prinzip nur normaler Weltcup-Winter wäre. Ja, also auch das, wenn man das Revue passieren lässt, sozusagen auch was die Finanzseite anbelangt, ist der Verband mal gestartet mit einem Budget von 250.000 bis 300.000 Euro, glaube ich, war so das Startkapital. Das haben wir in der Zeit jetzt auf über 4 Millionen so Gesamthaushalt entwickelt. Also da hat sich was getan, auch diesbezüglich in den vergangenen Jahren. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, habe ich vorher schon gesagt, unsere finanziellen Möglichkeiten entwickeln sich eben auch weiter. Wir sind sehr stark abhängig nach wie vor von der öffentlichen Hand, von der Bundesförderung, die wir sehr gewissenhaft einsetzen wollen und wo wir auch, glaube ich, eben aufgrund der Ergebnisse, aber auch aufgrund von strukturellen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, zeigen können, dass wir es wert sind, dieses Geld auch des Steuerzahlers schlussendlich dort auszugeben, wo wir dafür auch die Einnahmen sozusagen generieren können. Für den neuen Zyklus, der ja ab 23 beginnt, heißt das im Moment auch aufgrund der aktuellen Situation, die wir so insgesamt im bundesdeutschen Haushalt und in der globalen Situation rund um den Angriffskrieg in der Ukraine haben, dass wir eingefroren sind auf den Mitteln, die wir auch 22 haben und schlussendlich nicht die Entwicklung machen konnten, die wir uns eigentlich erwünscht hätten und wo wir auch dargestellt haben zusammen mit DOSB und BMI, wo es eigentlich hingehen müsste. Insofern hoffen wir, dass das sich dort in den nächsten Jahren spätestens noch 1, 2 Schippen drauflegen lässt in dem kommenden Zyklus. Für den Status quo heißt es, weil wir müssen uns ja international schlussendlich immer behaupten. Das ist, natürlich müssen wir aber auch national schauen, wo stehen wir. Wenn wir international schauen, dann betrifft es auch international, also gerade die nahen europäischen Nationen, die ja durchaus starke Konkurrenz sind für uns, die betrifft das gleichermaßen. Aber wenn ich das global betrachte, wenn ich nach Asien auch schaue oder Nordamerika, dann haben die im Moment diese Einbußen womöglich nicht. Und da müssen wir schauen, dass wir entsprechend Schritt halten können, um uns da nicht von unseren hohen Zielen auch zu verabschieden. Und was du aber nicht gesagt hast, wie hoch ist das Budget, was ihr habt? Insgesamt haben wir ein Budget von gut 4 Millionen Euro im Gesamtverband. Und da sind wir auch ordentlich gewachsen eben, ja.
Und es ist so, ihr habt über die vergangenen Jahre auch allmählich die Athleten dazu gewonnen, meistens ja natürlich selber ausgebildet, die dann auch sehr erfolgreich waren. Mittlerweile, ich glaube, 7 Olympiamedaillen, 25 Medaillen bei Weltmeisterschaften geholt. Alles im Erwachsenenbereich, wie die Juniorensachen, das zählen wir noch gar nicht mit. Ihr steht jetzt an einem Punkt, in dem ihr berechtigt in eine Saison gehen könnt, in dem ihr sagt, wir haben natürlich gewisse Erwartungen. Vorher war es vielleicht so, wir konnten sagen, gut, wir schauen mal, was rauskommt, wir bereiten uns gut vor und dann sehen wir, wie es wird. Mittlerweile gibt es das, diese klaren Ansagen auch an die Teams, an die einzelnen Sportler, dass sagt, also wir brauchen schon so und so viele Platzierungen, wir brauchen vielleicht so und so viele Podestplätze. Ich glaube, wir sind mit unseren Athletinnen und Athleten an einem Punkt angekommen, wo wir das nicht von oben herab draufdrücken müssen, sondern was wir eigentlich machen, ist in den vielen Einzelgesprächen, die auch die Trainer mit den Athleten führen und die die Teams untereinander führen, auch zu überlegen, was sind denn realistische Ziele und wo können wir uns auch dazu committen. Und schlussendlich ist es bei uns, und das ist toll, eine durchgehende Strategie von ganz unten bis ganz oben. Sprich, das, was unten in den Teams miteinander besprochen wird, als Zielsetzung, als individuelle Zielsetzung, als Teamzielsetzung, fließt schlussendlich auch in die Verbandszielsetzung ein. Und insofern sind wir sehr froh, dass das auch die Ziele sind, die wir am Schluss auch innerhalb unseres Strukturgesprächs beispielsweise mit den Kollegen von DOSB und BMI besprochen und diskutiert haben. Und wir nicht in der Lage sind, zum Glück von oben herab, top-down, diese Ziele aufzuobtruieren, weil wir auch der Meinung sind, da kommt nicht viel raus, also zumindest nicht langfristig. Aber was sind jetzt die Ziele und Erwartungen für den Winter 2022/23 für die Athleten an Snowboard Germany? Was denkt ihr, ist möglich? Was hofft ihr, was erwartet ihr vielleicht? Also wenn wir, du hast es angesprochen, in der kommenden Saison eine Weltmeisterschaftssaison vor uns haben und die Ergebnisse der letzten Jahre anschauen, dann würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht, wenn wir nicht eine Erwartung mit uns dort nach Georgien bringen würden, die sagt, ja, wir wollen dort auch feiern. Und wir wollen deswegen feiern, weil wir auch Edelmedaille gewonnen haben. Zum Glück, du hast mich am Anfang gefragt, was auf meiner Visitenkarte steht. Da steht nicht mehr Sportdirektor drauf. Insofern überlasse ich im Zweifelsfalle diese direkte Ansage dann und die Zielsetzung auch dem Sportdirektor. Na gut, dann hoffen wir, es gibt jede Menge zu feiern. Stefan, danke, dass du Zeit genommen hast. Und ein erfolgreicher Winter, dass der Minimum so weitergeht wie der vergangene. Danke dir und Faust drauf. Zack. Und fast hätte es schon den ersten Podestplatz in diesem Winter gegeben für Snowboard Germany. Doch Noah Victor ist Vierter geworden in Chur in der Schweiz beim Big Air-Wettbewerb. Ja, Noah, was müssen wir sagen? Nur Vierter oder hey, toll Vierter? Ich glaube, als Athlet sagt man, denkt man sich immer leider nur Vierter. Aber ich glaube, dass ich noch nie so happy war nach einem Contest. Deswegen, ich kann mich nur glücklich schätzen, dass ich Vierter geworden bin. Und das war einfach ein Wahnsinnserlebnis auch, mal abgesehen von der Platzierung. Das war ein Riesen-Event mit sehr vielen Zuschauern, so wie wir es noch nie hatten. Und von daher hat es mega Spaß gemacht. Und war bisher deine beste Platzierung bei solchen Weltcup-Geschichten? Du warst zweimal schon unter den besten 8, aber so der Sprung fast aufs Podest, den hast du nur knapp verpasst. Was lief anders diesmal? Ich glaube einfach, dass die Bedingungen waren nicht leicht. Die sind immer bei so einer Stahlrampe, wie es hier in Chur war, ist immer ein bisschen schwieriger, weil einfach warme Temperaturen sind und mit dem Kunstschnee ist es dann immer sehr schnell ganz hügelig und bumpy. Und ich glaube einfach, dass ich mega gut klargekommen bin mit den schwierigen Bedingungen und mich da durchgekämpft habe. Und ich glaube, genau das hat den Unterschied gemacht. Und nun heißt es was? Jetzt rückst du in einen größeren Kandidatenkreis auf für Podestplätze in diesem Winter? So für dich überraschend oder sagst, nee, das bestätigt eigentlich schon meine Form? Ich denke auf jeden Fall, dass es ein mega Start ist für mich und dass man da natürlich drauf aufbauen kann. Ich meine, es ist natürlich nicht leicht, das Ergebnis immer wieder zu machen, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg und ich denke, mein Hauptziel ist auf jeden Fall, mal überall in den Finals immer drin zu sein. Vor allem Slopestyle auch, das ist eigentlich meine Lieblingssportart oder meine bessere Disziplin. Deshalb war ich jetzt umso mehr surprised mit dem Big Air-Ergebnis. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Podest, das ist noch immer der Traum und das Ziel auf jeden Fall. Was sind denn die nächsten Termine bei euch? Ihr habt ja dann auch diesen WM-Termin wahrscheinlich dann so, der dann, Ende Februar, Anfang März ranrückt. Genau. Und dann geht's nach Georgien. Aber vorher, was tut sich da? Vorher sind auf jeden Fall jede Menge Weltcups. Also wir haben erstmal in Kanada, in Amerika, bigger Weltcups noch. Und dann geht's schon los mit den Largs, Mammoth, Calgary, die ganzen Slopestyle-Weltcups. Die fangen dann im Januar, glaube ich, an. Und davor im Dezember sind noch die bigger Weltcups. Du, dann wünsche ich, dass es dann nicht nur heißt Noah Victor, sondern vor allen Dingen Victory für dich halt. Viel Erfolg für diesen Winter.